Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Häkelstube. Wir häkeln einen Grundkörper, ganz einfach gemacht, simpel gemacht und daraus kann man ganz viele andere verschiedene Sachen machen. Geschenksäckchen, Schmucksäckchen, Glocken, Engel, Adventskalender, Geschenkanhänger, Schutzengel und. Ganz vieles Verschiedenes mit dem Grundkörper und dann wird es erweitert. Das zeige ich euch alles. Beleuchtet oder nicht beleuchtet, als Eierwärmer, Schmuck für den besonderen Tisch oder Weihnachtsbaum oder einfach an den Kranz, an den Adventskranz oder den Türkranz. Also lässt sich ganz viel mitmachen und so gehen die einzelnen Modelle. Meine Idee, Fertigung. Und auch die Häkelschrift bei Kreativ-Reich DIY Kekaplauderei und ich bin Kerstin. Was brauchen wir? Am besten eignet sich dafür eine Baumwolle, du kannst auch jeden anderen Rest nehmen. Ich habe hier jetzt eine 50 Gramm 100 Meter. Und eine passende Häkelnadel, bei mir ist es eine 3er. So, und jetzt mache ich 25 Luftmaschen, wenn du noch nicht häkeln kannst. Ich habe eine ganz tolle Häkelschule, die findest du am besten auf meiner Startseite Kreativ-Reich DIY Kekaplauderei. Und da ist oben eine kleine Leiste, da steht Playlist und dann klickt man das an. Und das sind alle Sachen, die ich so mache, richtig geordnet wie in einer Bibliothek. Häkeln, stricken, basteln, führen mit Kinder, Upcycling, Deko für Haus und Garten, Balkon, Terrasse, für jeden Monat des Jahres ganz Besonderes. Und auch die Häkelschule, Strickschule, Nähen und so. Und dann kann man das lernen. Luftmaschen und Häkeln im Allgemeinen. Die Grundlagen sind so einfach. Und hier machen wir jetzt erstmal 25 Maschen, Luftmaschen, die wir dann mit einer Kettmasche oder einer Öse zu einem Kreis schließen. So, dann schließen wir jetzt mit einer Kettmasche zum Kreis, zu einer Öse. So, und dann kannst du entweder gleich mit den Bögen anfangen oder erst eine Reihe feste Maschen. Machst du 2 Luftmaschen am Anfang und häkelst erstmal eine Reihe feste Maschen. Aber du kannst auch gleich mit den Bögen anfangen, das liegt bei dir. Ich mache jetzt nochmal eine Reihe feste Maschen. Und dann kommen die Luftmaschenbögen. So, wir schließen die Reihe. Dann machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Lassen eine frei und machen eine feste Masche. Wir machen wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Wir lassen eine frei und machen eine feste Masche. Und das machen wir jetzt endlos. Wenn wir die Reihe fertig haben, dann stechen wir dann immer in die zweite Luftmasche ein und machen eine feste Masche. Das machen wir 5 Reihen lang oder so hoch wie du möchtest. Das ist ein ganz simples Muster, was viel Effekt gibt und richtig toll aussieht. Und man für viele Deko-Ideen verwenden kann. Ihr habt ja gesehen, in Weiß habe ich es auch schon gemacht. Jetzt ist Silber dran mit einem Glitzerfaden. Jetzt bin ich gleich rum. Ich möchte nämlich gerne nochmal zeigen. 1, 2, 3. Und eine freie, eine feste Masche. 1, 2, 3. Eine freie, eine feste Masche. Und dann kommen wir schon in die Luftmaschen. 3 Luftmaschen, Übergang. Und dann in die zweite Luftmasche. 1, 2, 3. Und in die zweite Luftmasche, die feste Masche. Und dann gibt das so ein Gittermuster. Das machen wir jetzt 5 Reihen lang. So, man muss das ein bisschen so auseinanderziehen, dann sieht man besser, wie man dann die 5 Reihen gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5 Rauten sind das. Ne? Das geht dann so schräg, da kann man es am besten zählen. So, jetzt machen wir 2 Luftmaschen, 1, 2 und dann gehen wir in die zweite Luftmasche vom Bogen und machen da 2 Stäbchen hinein. 1, 2. So, im nächsten Bogen in die zweite Luftmasche wieder 2 Stäbchen. 1, 2. Wir müssen jetzt enger werden. 1, 2. Und es hält am besten wirklich, wenn man in die Luftmasche geht und nicht einfach in den Bogen rein, aber das könnte man auch machen. Wenn dir das zu anstrengend ist, dann geh einfach in den kompletten Bogen hinein. Einfach so hinein und dann rausgezogen und die Stäbchen durchgezogen. Ne? Wie du es besser kannst, so mach's. Das funktioniert auch. Abgerutscht. Ich wollte jetzt eigentlich mal keinen Absatz machen, aber dann wird das Video zu lang, wenn ich jetzt die ganze Reihe zeige. Also mache ich doch wieder einen Absatz. So, wir sind jetzt vorne bei den 2 Luftmaschen. Ich schließe es mit einer Kettmasche. Und jetzt müssen wir eine Reihe immer 2 Maschen zusammen häkeln. 2 Luftmaschen am Anfang. So, und dann in die erste Reihe, in die zweite Reihe. Dann haben wir 3 Bögen und zusammenziehen. So, dann wieder in die erste, in die zweite und die 3 Bögen zusammenziehen, die 3 Schlaufen. 1, 2, zusammen. 1, 2 und zusammen. 1, 2 und durch die 3 durch. Und dann haben wir gleich jetzt abgenommen und können weitermachen. Ich hoffe, es gefällt euch, wie ich euch das erkläre. Und ihr lernt vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Das ist so schön beim Abnehmen. Dann gibt es so kleine Falten. Und gleich sind wir auch rundherum. Müssen wir nur ein bisschen festziehen, ne? Also nicht zu locker. Und immer schön ziehen. Aber jetzt bin ich vorne, ich gehe in die oberste Luftmasche und schließe mit einer Öse. Und dann haben wir schön abgenommen. Jetzt machen wir nochmal 2 Reihen, 2 Luftmaschen und eine Reihe feste Maschen drüber hin. Und dann gibt es verschiedene, ich sag mal, Kragenabschlüsse dazu. Entweder in Bögen oder in einer Sternform. Dann kannst du mal gucken, was dir besser gefällt. Die zeige ich jetzt auch noch. Das ist wirklich ganz einfach. Und da hat man einen ganz tollen Abschluss erstmal hier vorne. Und dann könnt ihr euch immer noch mal überlegen, was wird denn das? So, mit der Kettmasse schließen und dann haben wir so eine kleine Öffnung hier oben. Und dann gibt es entweder so in Spitz. Die müssen wir immer noch ein bisschen rollern zwischen den Fingern. Oder so in der Bogenform. Und das geht so. Dann haben wir eine Luftmasche. Dann gehen wir die erste rein und machen 3 Stäbchen. 1, 2. 3, eine feste und dann wieder in die nächste 3 Stäbchen eine feste, in die nächste 3 Stäbchen eine feste, und so geht das rundrum. Und das wäre jetzt hier so die kleinen Bögen. Bei den Spitzen machen wir auch die Luftmasche, dann machen wir aber 2 Stäbchen, 1, 2, alles in eine feste Masche, dann 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, und in die gleiche nochmal 2 Stäbchen, 1, 2, ne? Dann machen wir eine feste Masche und dann in die nächste wieder 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen, alles in eine, und eine feste Masche in die nächste. Das macht es dann sozusagen fest, den Bogen. So, und das machst du rundherum und dann hast du deinen Kragen. Und dann ist das jetzt soweit fertig. Und dann kann man noch die Luftmaschen anhäkeln, wenn man das möchte. Das sind dann 35 Stück. Das wird dann beim letzten feste Masche wird's angehäkelt, noch weiter gehäkelt, und hier kann man es anhäkeln, so wie du das möchtest. Die letzte ist eine feste Masche und dann einfach die Luftmaschen dran. Mit deiner Länge, bei mir sind es 35. Und dann auf der anderen Seite ziehe ich dann einfach nochmal den Faden durch und häkel da auch nochmal dran. Dann habe ich 2 Bänder und dann ist die Etappe fertig. So, was meine ich da mit dem Durchziehen? Ich gehe da einfach nochmal rein mit der Häkelnadel, hole mir einen Faden und ziehe den durch und mache eine Luftmasche, und dann sitzt das schon, und dann mache ich da auch nochmal 35 Luftmaschen. Schneide den Faden großzügig ab, vernähe die Fäden, und so habe ich dann die 2 Bänder dran. Was kann man denn damit machen? Gucken wir mal, ne? Bin ja gespannt auf eure Ideen. So. Abschneiden, durchziehen, festziehen, Fäden vernähen, wie gesagt, und dann kann man das zum Beispiel hier vorne nochmal zubinden, Schlaufe machen oder als Aufhänger verwenden. Und da ist wieder eins fertig, bis auf die Fäden vernähen. So, die Grundlage ist jetzt gemacht und jetzt kommen wir zum Fertigstellen. So, und weiter geht's. Wenn ihr die Grundform dann fertig habt, nehmt ihr euer Garn oder eine zweite Farbe, das ist ganz egal, und häkelt einen passenden Boden. Dazu machen wir 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, das schließen wir zu so einem ganz kleinen Ring, machen wir 8 feste Maschen rein, 1, 2, 3, immer schön in die Mitte, 4, 5, 6, 7, 8, Das schließen wir mit einer Öse oder einer Kettmasche. Dann machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann machen wir in jede feste Masche 2 Stäbchen. 1, 2. 1, 2. Rundherum und schließen es wieder mit einer Kettmasche oder eine Öse. Und die zweite Reihe ist dann 2 Stäbchen in eine, 1 Stäbchen, 2 Stäbchen, 1 Stäbchen, 2 Stäbchen, 1 Stäbchen, abwechselnd in jeweils eine der vorangegangenen Stäbchen einstechen. So, jetzt nochmal die Häkelschrift. Warum habe ich da oder hingeschrieben? Weil, wenn du fester häkelst als ich, dann wird es nicht flach. Ne? Man muss es hinlegen und es muss flach sein. Dann muss man vielleicht mal 2, 3 Stäbchen, 2, 3 Stäbchen im Wechsel machen. Dann muss es einfach ausprobieren. So, erste Reihe mit Stäbchen schließen wir jetzt mit einer Kettmasche oder einer Öse. Machen wir wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. So, und jetzt da ausprobieren. Muss ich in jede doch wieder 2 machen, damit das flach bleibt? Oder reicht es, wenn ich 2, 1, 2, 1 mache? Und das ist für die dritte Reihe dann auch, wenn es noch nicht hineinpasst, wenn es noch nicht groß genug ist. Dann wieder entweder 2, 1, 2, 1 oder mehr. So, und dann musst du das mal aufmachen und gucken, passt es denn? Nee, noch nicht. Die Reihe brauche ich auf jeden Fall noch. Wäre es bei dir zu groß, kannst du auch noch eine Reihe, also die Stäbchen weglassen und machst dann nur feste Maschen. Und dann machst du in jedes Stäbchen 2 feste Maschen. Und dann passt es vielleicht schon rein. Wirklich immer schön anpassen und gucken, wie viel brauche ich denn. Natürlich, um die Größe zu kriegen, kannst du das Gleiche auch mit halben Stäbchen machen. Ne? Man muss jetzt ein bisschen anpassen. Wie gesagt, ganzes Stäbchen oder halbe Stäbchen, probier mal aus, wie es bei dir am besten passt. So, jetzt habe ich nochmal einen neuen Boden zusätzlich gemacht. Ich habe ja viele Grundkörper, das seht ihr ja. Und da habe ich jetzt mit halben Stäbchen gearbeitet. Das passt jetzt perfekt hinein und dann wird es hinein gehäkelt. Du kannst es mit Stecknadeln feststecken oder gleich loslegen und einhäkeln. Das geht so. Du stichst in den Boden ein und in den Grundkörper. Machst eine feste Masche. Und dann möchte ich ganz gerne so einen kleinen Zierrand haben. Das bedeutet, ich mache da dazwischen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Du kannst aber auch nur feste Maschen machen. Das liegt bei dir. Und so geht das dann rundherum. 1, 2, 3 Luftmaschen. Und dann eingehäkelt in jede feste Masche. In jede Masche eine feste Masche und dann alles rundherum und dann gibt das wirklich einen schönen Boden und einen schönen Zierrand. So, jetzt wird das Ganze noch in Form gezogen und dann kann man es stärken mit Wäschestärke oder einsprühen mit Haarlack oder Haarspray. Das liegt dann bei dir. Das mache ich dann immer auf Backpapier, da klebt nichts an. Und dann vor allen Dingen auch draußen. Und dann kann man es natürlich auch noch dekorieren. Man kann eine kleine Lichterkette reintun und dekorieren oder Blümchen, einen kleinen Vogel wie ein Vogelkäfig und. Wenn man es aufhängen will, Da können wir dann einfach das Band nehmen und auf der anderen Seite noch durchziehen, festnähen. Oder man nimmt einfach einen kleinen Nylonfaden und macht den noch dran und das nur als Schleife. Wie gesagt, kann man ganz viel dekorieren. Ich finde es ganz süß mit so einer kleinen Lichterkette noch. Und Blümchen zum Beispiel. Natürliche Blümchen, wie jetzt zum Beispiel hier das Heidekraut, was ich verwandt habe. Gräser, Lavendel, ganz toll. Oder auch solche kleinen Röschen. Die kann man dann reintun. Sieht super schick aus, wenn es dann noch ein bisschen beleuchtet ist. Und dann habe ich sehr, meine Idee hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen. Alles weitere in meinem Kanal auf Kreativ-Reich die Kekaplauderei. Ich bin Kerstin und ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis wieder mal.